Mit dem Rückenwind aus dem tollen Sieg gegen Kaufbeuren vom vergangenen Freitag gingen die Schlittenhunde am Sonntagabend beim Südmeister aus Selb in diese Partie und drängten von Beginn an auf den Führungstreffer. Von den Gastgebern war vor 2900 Zuschauern wenig zu sehen. Das war bei den Schlittenhunden ganz anders. Eine gute Handvoll hochkarätiger Chancen ließen die Nordhessen noch ungenutzt. Aber eine Minute vor Drittelende markierte Brad Snetzinger aus dem Gewühl heraus dann doch noch die hochverdiente Führung für die Kassel Huskies. Auch in den Mittelabschnitt starteten die Schlittenhunde stark und legten direkt einen weiteren Treffer nach. Erst eine Minute 25 waren gespielt, als der bis dahin sichere selber Torhüter Suvelo sich den Puck selbst ins Netz legte. Erneut Brad Snetzinger bekam den Treffer zum 0:2 zugeschrieben. Die zu weit aufgerückte Huskies-Defensive ließ 2,5 Minuten nach Snetzingers Tor einen 2:1 Gegenzug der Wölfe zu. Dennis Schiener nutzte dies und stellte den Anschluss zum 1:2 her. Ein Treffer, der den Selbern Aufwind verlieh. Nachdem Christian noch Tom Flieders Versuch entschärfen konnte, passierte es wenig später dann doch noch. Mudrick versenkte aus Spitzenwinkel im Konter die Scheibe zum 2:2 in die Maschen. Jedoch zeigten sich die Schlittenhunde nicht geschockt. Im Gegenteil, denn der Ausgleichstreffer schien sie eher anzustacheln. 35 Sekunden nach dem 2:2 war es zunächst Kostyurev, der seine Mann wieder in Front brachte. Und die Kassel Huskies hatten noch nicht genug. Denn der vielseitige Alex Heinrich, der heute wieder im Sturm eingesetzt wurde, sorgte per Doppelschlag innerhalb von gut 2 Minuten für eine komfortable 5:2 Führung. Nach kurzer Schwächephase, aber dank anschließender eiskalter Chancenverwertung, waren die Huskies wieder in der Spur. Und auch zu Beginn des letzten Abschnitts ließen die Kassel Huskies keinen Zweifel daran, das Eis am heutigen Abend als Sieger zu verlassen. Oldie Sven Malenti marschierte nach 45 Sekunden mit 7 Meilenstiefeln allen davon und erzielte mit all seiner Erfahrung im Alleingang das 2:6 für die Schlittenhunde. Die endgültige Vorentscheidung war somit gefallen. Dementsprechend verflachte das Spiel und die ca. 200 mitgereisten Husky-Fans nutzten die verbleibende Zeit, um ihre Mannschaft zu feiern. Das 3:6 von Achim Moosberger 9 Minuten vor Schluss war da nur noch Makulatur. Die Kassel Huskies legten somit einen Traumstart in die Qualifikationsrunde hin und konnten sich mit 6 Punkten an die Tabellenspitze setzen. In der Anfangsphase beide Mannschaften sich gut abgetastet und mit der Spieldauer ihrer Mannschaft immer mehr Druck gemacht. So haben sie sich eigentlich wahrscheinlich vorgespielt vor dem Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir wussten um die Heimstärke der selber und auch um die Dominanz in der Oberliga Süd, wo sie gezeigt haben. Und nicht umsonst haben sie den besten Spieler in der Oberliga Süd in ihren Reihen. Von daher waren wir schon gewarnt und sind dementsprechend hochkonzentriert in das Spiel gegangen. Ich denke, im ersten Drittel haben wir Übergewicht an Chancen. Da müssen wir einfach heute, da hätte man noch mehr Tore schießen können. Und dann im zweiten Drittel ist selbst sehr gut zurückgekommen. Da waren wir ein bisschen nachlässig in der Defensive. Aber ansonsten, glaube ich, im Großen und Ganzen waren wir auch die bessere Mannschaft und haben auch den Sieg dann im Endeffekt verdient nach Hause gefahren. Sicherlich, Knackpunkt war dann auch im letzten Drittel das schnelle 6. Tor. Und dann, denke ich, war ein bisschen die Luft raus und dann ist das letzten Drittel nicht ganz so intensiv geführt worden wie die ersten zwei. Jetzt hat Freiburg gegen Frankfurt gewonnen. Der Weg, den sie eingeschlagen haben, ist es, wie man es sich sehr wünschen kann, nur, oder? Wir schauen nicht auf andere Mannschaften, wir schauen nur auf uns. Für uns war wichtig, wir wollten gut in die Runde starten. Das haben wir gemacht mit einem Heimerfolg am Freitag und heute haben wir nachgelegt. Und von daher müssen wir einfach weiterarbeiten. Der Schlussdrittel war dann auch nötig, konnten wir einfach mal Leute noch schonen, oder? Ja, geschont haben wir keinen. Also sie haben schon alle gespielt, bloß der eine ist halt noch ein bisschen angeschlagen gewesen. Natürlich haben wir dann kein Risiko eingegangen. Jetzt steht das Derby-Wochenende vor uns gegen Frankfurt. Also da brauche ich alle Mann.